Servus Leute, herzlich willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Heute geht's im Pokal gegen Halle. Wir sind schon auf dem Weg. 3 Stunden haben wir noch, bis das Spiel losgeht. Und ich würde mal sagen, heute muss wieder ein Sieg her. In Kiel war ja ziemlich ärgerlich. Da waren wir eigentlich in der ersten Halbzeit deutlich besser und haben halt die Tore nicht gemacht. Und das wird dann halt am Ende leider bestraft. Aber solange die Auswärtsschwäche von letztem Jahr nicht da ist, ist mir das recht. Aber ansonsten würde ich sagen, geht das Spiel heute 3-2 aus. Ich würde sagen, Petkov, Green und Lemperle machen die Tore. Und ich denke mal, dass es nach der Verlängerung, nach einem 2-2 entschieden wird. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auch gestern, wo DFB-Pokal lief, habe ich einfach auf längere Spiele gehofft. Und da habe ich heute auch nichts dagegen. Freunde, angekommen in Halle. Auf jeden Fall geile Spots hier. Hier könnte ich auch mal Freestyle-Videos eigentlich aufnehmen. Ich werde gelegentlich vorm oder nach dem Spiel am Stadion noch was aufnehmen. Aber ich melde mich dann auf jeden Fall gleich, wenn wir am Stadion angekommen sind. Angekommen am Stadion. Dafür, dass es ein Drittligastadion ist, eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie es von innen aussieht. Also ich bin jetzt drin im Stadion, Freunde. Ich bin in der Haupttribüne, deswegen durfte ich leider meinen Fürth-Schal nicht mitnehmen. Ich hatte einen mitgenommen, muss ich leider abgeben, muss ich später nach dem Spiel wiederholen. Aber ich zeige euch gleich nochmal das Stadion auf jeden Fall von drinnen. Also Planänderung. Wir warten jetzt noch auf den Fürth-Bus hier. Und die Mannschaft ist jetzt auch endlich da. Willkommen, die Jungs. Also Freunde, so sieht das Stadion aus. Die Anzeigetafel ist auch schon bereit. Unsere Fans sind auch schon da. Und Halle hat auch ordentlich Leute mitgebracht. Ihr habt es gesehen, Spieler sind draußen beim Aufwärmen. Ich muss dann schauen, ob wir überhaupt hier jubeln dürfen, weil wir sind ja hier im Halle-Block. Aber ich werde euch auf jeden Fall so viele Szenen wie möglich trotzdem geben. Und dann hoffen wir mal, dass das Kleeblatt heute wieder gewinnt. Ich Robert Wagner mit der 23, Gideon Jung mit der Nummer 27, Lutz. Halle hat gut Fans mitgebracht, aber bei uns auch der Stehblock voll. Also Stimmung wird schon mal da sein. In 5 Minuten anpfiff dann. An dem Tor so nah die ganze Zeit. Jetzt endlich das verdiente Tor. Aber enger Spielverlauf. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Also ich bin jetzt noch mal rausgegangen. Super Spiel von uns. Also die Halle-Fans regen sich schon immer auf über unsere Spieler. Aber man muss auch giftig spielen. Das ist ganz wichtig. Man merkt auch, es hilft ja heute. Wir waren jetzt dem nächsten Tor schon wieder näher dran. Nur habe ich leider nicht auf Video. Aber das erste Tor haben wir drauf. Amindo mit dem Mbappé-Jubel. Oh!
Michalski gerade noch gelbe Karte, jetzt hat Jung eine gelbe, Itter eine gelbe, Michalski jetzt auch noch, die ganze Kette hat eine gelbe, also wenn die nicht in der zweiten Halbzeit wechseln, dann weiß ich auch nicht, weil sonst gehen wir ja mit Gelb-Rot raus. Rote Karte. Ich habe noch Angst gehabt, dass wir eine rote bekommen, jetzt bekommt Halle eine. Egal, nach 90, 120, ja, 30 Sekunden nach Abpfiff. Oh nein! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh oh! Armindo Mbappé. Wir haben schon wieder ein bisschen nachgelassen, aber wir sind in Überzahl. Ich finde aber, Halle ist stärker geworden. Oh du Scheiße hier! Also Leute, erfolgreich 1-0 gewonnen durch Armindo Mbappé. Und jetzt gehen wir vom Stadion weg. Wir haben gerade noch Clips aufgenommen, hier im Fürth-Trikot. Und das wird dann zeitgleich mit dem Vlog kommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und sonst wollte ich mich nochmal bei euch bedanken für den Support beim ersten Video. Dass ihr euch alle so auf den Vlog gefreut habt, wo ihr noch gar nicht gewusst habt, was auf euch zukommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch gegen Paderborn und heute einen guten Vlog liefern konnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke für euren Support und bis zum nächsten Mal.